Willkommen zu diesem weiteren Video. Ihr habt mir auf Twitter Fragen gestellt und die werde ich heute mal beantworten. Kurz vorweg noch, falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, könnt ihr das gerne nachholen. Ich habe hier einmal meinen Namen eingeblendet und das Ganze ist auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Dann könnt ihr mir noch Fragen unter diesem Video stellen, die dann ins nächste Q&A kommen. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die erste Frage kommt von Alex und er fragt: Meinung zum OnePlus 5T. Ich finde, das 5T ist ein extrem interessantes Gerät. Das OnePlus 5 war schon gut, aber OnePlus hat es diesmal eben so gemacht, dass sie nicht wie es vom 3 zum 3T einfach nur den Prozessor abgedatet haben, sondern sie haben ein komplett neues Display eingebaut mit dünneren Display-Rändern, was extremst gut aussieht. Sie haben eine komplett neue Kamera eingebaut und sie haben eine Gesichtserkennung eingebaut, die unglaublich schnell funktioniert. Also ich denke, das 5T ist echt eine gute Alternative zu den Top-Smartphones, gerade für den Preis. Die Technikkiste fragt: Welcher Satz wird 2018 den Smartphone-Markt beschreiben? 2017 war es ja dieser Satz: Oh, dieses Smartphone hat noch einen Kopfhörereingang. Cool. Ich denke, das wird der Satz: Oh, dieses Smartphone hat noch kein neueres Display, also mit dünnen Display-Rändern. The Phantom Designs fragt: Was denkst du, wie lange dauert es, bis ein Handy über 2000 Euro kostet? Beim iPhone X sind wir ja knapp bei 1300 Euro für die Top-Variante, also noch 700 Euro bis zu der 2000 Euro Marke. Und ich hoffe einfach, das dauert noch ein wenig, bis wir die knacken. Und ich glaube auch nicht, dass es in den nächsten Jahren so sein wird. Es sei denn, es kommt irgendein Smartphone heraus, jetzt egal von welchem Hersteller, das so krass ist, dass es alle anderen Smartphones maßlos übertrumpft und dann werden sie wahrscheinlich schon in Richtung der 2000 Euro Marke gehen. This is Alan fragt: Eckiges Display oder rundes Display? Bei Smartphones mit dünnen Displayrändern finde ich eckige Displays eigentlich schöner, weil die abgerundeten Displays meist nicht so sauber abgerundet sind, wie zum Beispiel beim LG G6, und das sieht dann einfach nicht so gut aus. Jackman, oder wie auch immer du ausgesprochen bist, sorry falls ich dich jetzt falsch ausgesprochen habe, fragt: Was wird deiner Meinung nach der Smartphone-Trend in 2018? 2016 waren es ja Dual-Kameras und 2017 dünne Display-Ränder. Ich denke, da wird sich gar nicht mehr so viel ändern. Ich denke, wir bekommen einfach noch dünnere Display-Ränder und dann auch noch eine höhere bzw. bessere Display-Auflösung. DeMarcoHD fragt: Was werden in naher Zukunft auf deinem Kanal für Videos kommen? Der Hauptfokus liegt natürlich immer noch bei Technik-Videos, aber es werden, wenn irgendwelche Reisen oder Events anstehen, natürlich auch wieder Vlogs kommen. MuffinDJ fragt: Wie denkst du, wird Apple mit der Namensgebung ihrer iPhones in nächster Zeit umgehen, wegen iPhone 8 und iPhone 10? Also ich denke, dass wir nächstes Jahr dann das iPhone 11 sehen werden und dann in den darauffolgenden Jahren wieder, wie wir das gewohnt sind, das iPhone 11s und dann das iPhone 12 und so weiter. Ich denke nicht, dass sie den Namen 10s wählen würden, weil dann würden die Leute wieder sagen X und dann S, und XS hört sich irgendwie nicht so sonderlich gut an, eher richtig klein, und deswegen werden sie wahrscheinlich mit der 11er Generation weitermachen. Julian fragt: Was ist deine Meinung zu den aktuellen MacBooks? Also ich finde die aktuellen MacBooks extremst cool. Sie haben auch extremst viel Leistung. Ich könnte mir gut vorstellen, meinen Hauptrechner durch ein MacBook zu ersetzen, um eben auch unterwegs immer an meinen Projekten und Videos weiterschneiden zu können. Allerdings sind sie eben auch extremst teuer, deswegen wird es für mich in nächster Zeit wahrscheinlich kein MacBook geben, wenn ich es selbst bezahlen muss. Der zweite Teil seiner Frage: Was hältst du von Supreme? Supreme macht eigentlich ganz coole Klamotten, also sie haben hin und wieder mal etwas dabei, was mir gefallen würde. Jedoch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis so schlecht, dass ich mir niemals etwas von ihnen kaufen würde. Zum Abschluss fragt Lemmy: Wie siehst du deine Zukunft bei YouTube? Was sind deine Ziele? Also zur Zukunft kann ich erstmal sagen, ich werde weiterhin ein Video die Woche machen, beziehungsweise versuchen, das durchzuhalten, und ich werde natürlich weiter im Tech-Bereich bleiben. Dann für meine Ziele: Erstens, Anfang 2018, am besten noch im Januar, die 1000 Abonnenten zu durchbrechen. Zweitens, mit mehr Firmen zu kooperieren, sodass ich eben auch auf Smartphone-Launches eingeladen werde, wie das jetzt zum Beispiel in London von Honor war, wo dann ganz viele andere Tech-YouTuber sind, die man treffen kann. Und mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, wie die anderen Tech-YouTuber so privat sind. Drittens, dann auf jeden Fall noch meine Videoqualität zu verbessern. Ich denke, man ist nie am Ziel. Ich bin schon recht zufrieden mit der Qualität, aber besser geht dann doch immer. Das war's auch dann schon wieder von diesem Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Like oder einem Abo. Wie gesagt, ihr könnt mir noch weitere Fragen unten in die Kommentare schreiben, die ich dann ins nächste Q&A packen kann. Und ihr könnt mir gerne noch auf Twitter folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.